Habt ihr euch auch schon mal gefragt, was da draußen auf uns wartet, wenn wir uns erheben von unserem kleinen grünen Planeten mitten im Nirgendwo und einfach mal ein bisschen durchs All fliegen und schauen, was gibt's eigentlich in unserem Sonnensystem so, was gibt's da für andere Welten, gibt's da vielleicht andere Lebewesen, Geheimnisse? All diese Dinge fragen sich auch die Menschen oder die Lebewesen hier in Outer Wilds, in diesem kleinen, aber feinen Indie-Spiel. Und ich, Dennis, hallo Leute, werde herausfinden, was sich da draußen verbirgt. Und ja, ich gebe es gleich zu, ich bin ein bisschen gehypt. Outer Wilds habe ich vor einem Jahr oder so das erste Mal gesehen, in irgendeiner Preview. Und ich fand, das sah fantastisch aus, jetzt nicht grafisch, sondern einfach thematisch. Weil das nämlich, wirklich im besten Sinne ein Erkundungsspiel ist, ein Entdeckungsspiel. Denkt in letzter Zeit gab es so Spiele wie Astroneer oder No Man's Skies, aber eben nicht so ambitioniert, sondern ein bisschen kleiner, ein bisschen mehr auf Story und handgebaute Dinge hin entwickelt, und ich glaube, das könnte richtig cool werden. Die Prämisse, und da werfe ich jetzt gleich mal einen Euro in die Prämissekasse, die sprichwörtliche. Ja, es gibt eine Prämisse im Spiel und ich finde sie klasse, nämlich es ist ein kleines Sonnensystem mit so Mario Galaxy Mini-Planeten, auf denen man also innerhalb von 30 Sekunden einmal rumlaufen kann. Und dieses Sonnensystem hat mehrere solcher Planeten, auf denen überall Geheimnisse lauern und Story zu erkunden ist. Und andere Charaktere und alles mögliches Zeug. Das Problem ist, wir haben gar nicht so viel Zeit, das zu erkunden, das System. Weil nach nur, ich glaube, 20, 25 Minuten oder so, explodiert die Sonne. Da gibt es eine Supernova. Problem ist, oder Glück für uns ist, wir sind wohl in einer Art Zeitschleife gefangen. Und ähnlich wie bei Täglich grüßt das Murmeltier oder jeder Star Trek Serie, die je existiert hat, wo es mindestens eine so eine Folge gab, erleben wir denselben Tag immer und immer wieder. Und zwar diese halbe Stunde oder weniger oder wie viel das ist, bis zur Supernova. Und haben Zeit, in der Zeit herauszufinden, was hier eigentlich los ist in diesem Sonnensystem. Ich finde das total cool, vor allen Dingen als Let's Play. Das begrenzt ja jede Folge so schön automatisch, wenn wir einfach einen Tag pro Folge spielen. Ich weiß noch nicht, ob das klappt, aber jetzt schauen wir uns das erstmal an, wie es hier losgeht. Und ich glaube, das ist ein eher gemächliches Spiel. Das ist jetzt hier kein Action-Ding oder so. Ich freue mich also, wenn ihr mich begleitet auf dieser Reise. Ich werde versuchen, das wirklich auch so neugierig und so offen für irgendwie alle Entdeckungen, die ich da mache und Texte und so weiter zu spielen, wie ich auch tatsächlich drauf bin. Ich habe nämlich wirklich Bock da drauf. Und ich hoffe, ich kann euch da vielleicht auch ein bisschen mit begeistern. Aber wer jetzt irgendwie krasse Action erwartet und hier irgendwie Sci-Fi, Weltraumgeballer und so, das ist halt dann nicht das Spiel dafür. Das ist halt eher ein Adventure. Mal gucken, ob es das hält, was es verspricht. Wir starten in eine neue Expedition und sehen mal, was es in diesem Sonnensystem so zu erkunden gibt. Es ist ja nicht ganz so groß wie unser Sonnensystem, muss man ja auch mal sagen. Also hier die Planeten sind halt eher so überschaubar. Ihr seht da unten schon einen, unten rechts in der Ecke. Das ist wohl so ungefähr die Größe, auf die wir uns einlassen müssen. Dürfen. Aber wenn es da viel zu entdecken gibt, dann reicht mir das auch. Ich spiele das Spiel am PC mit dem Controller. Nur als kleine Info. Okay, da oben ist irgendwas zerbrochen. Ich kann mich schon bewegen. Ah, es scheint ein Ego-Perspektive-Spiel zu sein. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ich bin wohl ein Alien oder jemand mit schlechter Hautpflege. So, das sieht hier ja alles eher primitiv aus. Gar nicht so sehr nach Raumfahrt. Kann man jetzt Marshmallow rösten? Aha. Achso. So. Ist der jetzt geröstet oder was? Die Frage ist, schmeckt der noch, wenn ich den hier komplett verbrenne? Oh, jetzt ist er weg.
Nein, ich habe meinen Marshmallow verbrannt. Guck mal, wenn ich den so ein bisschen nur drüber halte, dann wird er vielleicht leckerer, als wenn er anfängt zu brennen. Also so würde ich das ja in der Realität auch machen. Kann man den schon essen? Yeah, geil, Marshmallow gegessen. Hammer. So, jetzt reden wir aber mal mit Schiefer. Scheint keine Sprachausgabe zu geben, zumindest höre ich jetzt keine. Also Vorlesen ist angesagt. Da ist ja unser Pilot, unsere Pilotenhoffnung. Zurück von deinem kleinen Lagerfeuer unter den Sternen vor dem Start, wie ich sehe. Heute ist also der Starttag, was? Es kommt mir vor, als wärst du erst gestern dem Weltraumprogramm beigetreten und plötzlich stehst du hier und verlässt uns auf deiner einsamen Reise. Wieso, kommt ihr denn nicht mit, oder was? Was meinst du? Bist du bereit, diese Schönheit in den Himmel zu schießen? Sie ist vollgetankt, mit Treibstoff und fertig für den Start. Ich sag jetzt einfach mal, let's go. Wenn mich einer fragen würde in der Realität, bist du bereit, dich in diese Rakete zu setzen und in den Himmel zu steigen? Dann würde ich auch, egal wer mich fragt, sagen, ja, verdammt. Also, solange es ein legitimer Raketenbauer ist. So, jetzt nicht irgendein Trottel. Freut mich ja, dass du aufgeregt bist. Denk aber dran, wenn du dieses Schiff kaputt machst, baue ich dir kein neues. Ultraleichtes, atmosphärenwiedereintrittstaugliches Aluminium wächst nämlich nicht auf Bäumen, klar. Aber egal, du benötigst die Startcodes von Hornfels aus dem Observatorium, bevor du in die Luft gehen kannst. Kannst du bitte andere Formulierungen benutzen als in die Luft gehen, wenn es um Raketen geht? Mann, 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 bringen sie mir her, sobald du dich von allen verabschiedet hast. Und so. Okay. Gucken wir erstmal, was es hier noch so gibt. Nichts Interaktives. Ich nehme mal an, irgendwo hier ist meine Rakete. Aber wo? Hm. Keine Ahnung. Also hier ist jetzt erstmal nur ein Fahrstuhl. Start kurz erforderlich. Achso. Aber was davon ist denn jetzt das Raumschiff? Da oben ist ein Kran. Ich seh das Raumschiff noch nicht. Aber ist ja auch nicht schlimm. Das finden wir bestimmt noch. So, was haben wir hier? Springen, aha. Oh, das ist aber... Ah, das ist jetzt schon schwierig. Springen ist nicht A drücken, sondern springen ist A loslassen. Oh, das wird... Okay, ihr werdet mich noch oft genug verrecken sehen wahrscheinlich oder irgendwas Schlimmes passiert, weil ich versuche zu springen und das nicht klappt. Hey Glimmer, was geht ab? Hey, du bist es. Schiefer sagte, du würdest heute mit deinem Schiff abheben. Ich bin wirklich gespannt auf den Start. Fliegst du nicht in den Weltraum, oder wie? Ich hoffe, du hast es dir nicht anders überlegt. Zeig mir mal dein geiles Modellschiff. Ja, wir haben die Bedienelemente neu kalibriert und bessere Triebwerke installiert. Willst du einen Probeflug machen? Laut Schiefer ist es genau wie in echt, nur dass dabei weniger häufig was in Flammen aufgeht. Versuch auf einem der Geysirbecken zu landen. Zeig mir, was du drauf hast. Okay, hier kann ich dir schon mal die Steuerung von dem Raumschiff üben. Also das da scheint das Teleskop zu sein, also das Observatorium, da muss ich gleich noch hin. Ist da oben irgendwie mein Raumschiff? Ich sehe es noch nicht. Also das scheint hier auf jeden Fall irgendwie ein Volk zu sein, was eher so auf diesem so ein bisschen kulturellen Niveau der Ewoks Star Wars ist. Also die bauen halt so Baumhäuser und so. Allerdings mit ein bisschen mehr so mechanischer Technik. Ich sag mal, Elektronik hätte ich ihnen jetzt nicht zugetraut, aber... Nun gut, so jetzt lernen wir erstmal das Schiff fliegen. Schub nach oben und unten ist mit R und LT. So, und dann kann ich mit dem linken Stick das Schiff nach links, rechts, oben, unten steuern. Und ich muss halt gucken, dass ich Schub nachgebe, damit ich nicht irgendwo runterfalle. Also es ist eine relativ simple Steuerung. Das ist jetzt nicht so, als wäre es kompliziert oder sowas. Okay, gut, habe ich verstanden. Danke. Also die Flugmechanik wird nicht die Herausforderung in Outer Wilds sein. Da geht's zum Launch Tower, da kommen wir her. Hallo Porphy, die haben alle so lustige Namen. Ich bin scheinbar ein Küken. Ich habe gehört, dass du uns verlässt, um bei den Sternen nach Abenteuern zu suchen. Wenn du zurückkommst, können wir ja zusammen mit Eisenhut eine Flasche vom guten Zeug aufmachen. Das gute Zeug. Eigentlich suche ich nur Abenteuer bei einem Stern. Die anderen sind zu weit weg. Klugscheißer. Ein Stern und mehrere Planeten. Das gute Zeug ist weniger ein leckerer Harzwein als vielmehr eine beängstigende Herausforderung für die Verdauung. Ich will Klugscheißer sein.
Noch eine Metapher, die der wissenschaftlichen Genauigkeit zum Opfer fällt. Wie dem auch sei, ich hoffe, du genießt deine Reisen. Viel Glück. Die sind ja alle ganz schön spitz, finde ich hier. Ich bin hier, entschuldigt mal, ja, ich möchte mit ein bisschen Respekt behandelt werden. Ich bin immerhin Astronaut. Also, noch nicht. Ich bin so sehr Astronaut, wie ich in der Realität Geheimagent bin. Also, ich wär's gerne. Und ich bin technisch gesehen nicht so weit entfernt davon, Geheimagent zu sein. Ich müsste mich halt nur entscheiden, diesen Job anzunehmen, ein harsches Training durchlaufen, mehrere Jahre ausgebildet werden und dann auch noch Prüfungen absolvieren, um dann tatsächlich Geheimagent zu sein. Aber technisch gesehen bin ich nicht weit davon entfernt, also zumindest nicht weiter als die meisten von euch. Du startest also wirklich in den Ding, hä? Huh? Die explodieren tatsächlich nicht mehr so oft wie früher. Das finde ich gut. Ich weiß nur, dass dank dem Raumprogramm und Glimmers Modellraketen deutlich häufiger Dinge Feuer fangen als früher. Ja, was ist denn dieses Früher, dieses Ominöse? Der Projektor ist mit den Himmelsknipser-Satelliten verbunden, der aktuell um Holzkamin kreist. Heißt unser Planet tatsächlich Holzkamin? Okay. Der Satellit verfügt über zwei Kameras. Versuche mal, einen Schnappschuss von unserem Dorf zu machen. Okay, cool. Und ich habe auch noch eine Rückansicht. Achso, da kann ich nach vorne fotografieren. Ach, guck. Das sieht doch ganz gut aus. Das ist doch in Ordnung, oder? Was meint ihr? Das war doch ganz gut. Lesen. Dieser Pilotensitz, der von unser aller Astronauten-Idol Feldspat benutzt wurde, ist alles, was vom ersten Flug in den Weltraum übrig geblieben ist. Warum dieser Mensch oder Mann oder Frau oder Lebewesen nach einem Mineral heißt, weiß keiner. Achso, die heißen ja alle so. Glimmer ist ja auch ein Mineral. Porphy ist wahrscheinlich von Porphyr. Die heißen alle nach Mineralien. Was hat das zu bedeuten und warum... Warum? Weil der Planet heißt ja Holzkamin. Also sie scheinen sich ja eigentlich eher mit... sehr bewaldet. Sie scheinen sich ja eigentlich eher mit Natur, also lebender Natur auseinanderzusetzen. Warum heißen die alle nach Gestein? Also nach Mineralien. Und hättet ihr es erkannt? Oder braucht man dafür einen so hervorragend ausgebildeten Geologen wie mich? Obwohl es Stimmen gibt, die sagen, dass eine solche Auszeichnung eine wirklich haarsträubend großzügige Definition des Fliegens erfordert, wird dieser Tag dennoch für immer als Meilenstein in der Geschichte der Kaminer in Erinnerung bleiben. Okay, also unser großes Vorbild als Pilot. So, die Musik erinnert mich ehrlich gesagt ein bisschen an Life is Strange. Es hat so diese Indie-Alternative-Musik-Vibes. So ein bisschen Lumineers in noch einschläfernder. Das sage ich, das meine ich positiv. Ich mag die Lumineers. Aber ich höre sie halt auch gern zum Einschlafen. Mergel, ja, wir haben das System verstanden. Das sind alles Mineralien. Heute ist also der große Tag, hm? Hal wird dich vermissen. Hal 9000, der aus 2001. Woher weiß der, dass ich fliege? Hello, Dave. Apropos großer Tag. Ich habe mir mal Gedanken über die Plattform gemacht, von der die Schiffe starten. Sie ist schon ziemlich alt. Ist es nicht an der Zeit, eine neue, weniger entflammbare zu bauen? Dieser große Baum im Dorf wäre die ideale Wahl. Ich würde dem Raumprogramm gerne helfen. Sag einfach Bescheid. Die Abschussrampe ist entflammbar? Ha, das ist dir nicht aufgefallen? Keine Sorge, bisher hat sie allen Starts standgehalten. Bei deinem wird das sicher nicht anders sein. Wahrscheinlich. Vielleicht. Wer weiß das schon? Warum war jetzt gerade das Licht aus? Ah, weil der Mond vor die Sonne geflogen ist. Das finde ich übrigens cool, das liebe ich an Spielen. Das war mein No Man's Sky-Erlebnis irgendwie, was mir am meisten das Gehirn weggeblasen hat. War so, wenn man das erste Mal auf dem Startplaneten steht und hochguckt und sieht, wie einfach irgendwie Planeten und die Sonne so irgendwie hinterm Horizont aufgehen. Und wenn man dann das erste Mal losfliegt und wirklich im All ist mit seinem Raumschiff, nahtlos da einfach hochschießt und dann sieht, ach Mensch, zu dem Planeten kann ich ja hin. Und dann landet man auf diesem Planeten, guckt zurück und sieht dann seinen Ursprungsplaneten, seine Heimat praktisch, am Horizont aufsteigen auf diesem fremden Planeten. Das ist unglaublich. Das erinnert mich an diese Bilder von, die Apollo-Missionen auf dem Mond geschossen haben. Diese Fotos, wo sie die Erde im Hintergrund dann eben aufgehen sehen. Also wo sozusagen der Erdaufgang, wie der Mond- oder Sonnenaufgang zu sehen ist. Das ist einfach, das erzeugt eine Gänsehaut bei mir. Ich finde das toll.
Und dass Spiele das mittlerweile hinkriegen, diese Physik, diese Astrophysik zu simulieren, ist schon klasse. Hallo Astronauten, Grünschnabel. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du heute noch den Krater verlässt. Falls du da oben wen von den anderen antreffen solltest, erinnere die Reisenden immer daran, gut auf ihre Instrumente Acht zu geben. In Ordnung? Was für Instrumente? Oh, na sicher, weißt du, ich habe all ihre Instrumente hergestellt. Mal überlegen. Da wären Shirts Trommel, Riebecks Banjo und Gabros Flöte. Und natürlich Feldspats Harmonika, auch wenn Feldspat schon seit einiger Zeit vermisst wird. Manchmal fühlt es sich so an, als hätte ich die Harmonika erst gestern noch am Lagerfeuer gehört. Wie dem auch sei, wenn du im Weltall Musik hörst, stammt sie vermutlich von den anderen Reisenden des Raumprogramms. Falls du also etwas Gesellschaft brauchst, kannst du jederzeit dein Signaloskop rausholen und nach ihnen suchen. Ah, so machen die das, dass ich... Es gibt, also wir haben jetzt schon wieder was gelernt, nämlich es gibt andere Astronauten da draußen und sie haben Instrumente dabei. Und wenn wir einen entsprechenden Empfänger rausholen, ein Sensorgerät, das Signaloskop, dann können wir sie finden. Das ist ja schon mal gut. Ich könnte mir vorstellen, dass die Namen sind so geil. Ich kriege gerade ganz schlimme Studien-Flashbacks irgendwie an irgendwelche Klausuren, wo ich im Studium irgendwelche Mineralien erkennen musste und beschreiben musste und so. Oh Gott, oh Gott. Ja, also, warum rede ich die ganze Zeit so laut mit mir selbst oder mit euch? Weil ich gelesen habe und mitbekommen habe, dass das so ein Spiel ist, was im Wesentlichen dadurch Fortschritte macht, weil man beginnt ja immer wieder von vorne das Spiel. Das habe ich ja schon eingangs erwähnt. Man macht Fortschritte dadurch, dass man neue Erkenntnisse gewinnt und Dinge über diese Welt hier versteht, um dann eben schneller zu Zielen zu kommen oder leichter Dinge herauszufinden. Und indem ich jetzt so bestimmte Dinge hier einmal für mich laut ausspreche, habe ich sie sozusagen für mich verstanden und lege sie mir ab, als brauche ich jetzt nicht nochmal nächste Folge zum Beispiel herausfinden. Also das mit den Instrumenten ist schon mal gut zu wissen. Hallo Astronaut! Wenn das mal nicht mein Lieblingsunruhestifter ist. Wir wollten Verstecken spielen, aber wir dürfen nicht das Signaloskop von Morene benutzen, weil es anscheinend sehr zerbrechlich ist und man es nicht so herumwerfen sollte. Warum wollt ihr ein Gerät herumwerfen? Gibt es dafür keine Bälle oder sowas? Hey, dürfen wir dein Signaloskop benutzen? Dürfen wir bitte? Du darfst auch suchen. Klar, lass uns spielen. Juhu, okay, hier sind die Regeln. Galenit und ich verstecken uns mit den Funkgeräten und du benutzt dein Signaloskop, um uns zu finden. Wer als letztes gefunden wird, hat gewonnen. Okay, mach die Augen zu. Okay. Dann mache ich jetzt mal meinen Sound hier ein bisschen lauter. Ich habe es ja ein bisschen runtergedreht, damit ich mich selbst besser verstehe beim Reden. Ah, guck mal, das ist ein Richtmikro. Quasi. Okay, in 38 Meter Entfernung in die Richtung. Ah! Okay, wie komme ich hier wieder raus? Scheiße. Ah, hier stehe ich blöd. Gott sei Dank kann ich relativ hoch hüpfen. So, irgendwo da hinten war das. Das statische Rauschen nervt auch nur ein ganz kleines bisschen. Da haben sie sich versteckt. Ich sehe es doch. Ich sehe es doch genau hier. Von denn? Oh, es ist laut. Ah. Ja, dein Versteck war super. Vergiss nicht, du musst uns beide finden. Okay, irgendwo hier, glaube ich. Vielleicht. Nee. Also da war das eine Kind. Da oben fliegt irgendwie ein rotglühendes Etwas rum. Mal sehen, was das ist. Das werden wir noch herausfinden. Irgendwo dort. Hier hinterm Haus vielleicht? Nee. Wie hoch komme ich? So hoch kann ich nicht springen. Okay. Aber schon hier irgendwo. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Das ist aber gut, dass ich das jetzt lerne, weil nachher auf irgendwie draußen eine Weltraummission, wenn die Zeit happig ist und ich nicht so viel Zeit habe, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass ich das kann. Da oben. 14 Meter. Wie komme ich da hin? Von da oben vielleicht. Ja, okay. Packen wir das mal weg. Oh, ich mag die Musik jetzt schon. Ich weiß, das ist nur so Geklimper, so, aber so Gitarrengeklimper, aber ich mag das. Ich finde das schön. Das passt so gut zu so einem entspannten,
Exploration-Spiel, wo man Sachen rausfindet und erkundet. Ich hab gewonnen, ich freue mich. Danke, dass du mitgespielt hast. Toll. Kriege ich jetzt was? Kriege ich jetzt Erfahrungspunkte? Geld? Ich weiß nicht, ob das Spiel so funktioniert. Ich glaube, das ist hier ein bisschen wie Star Trek. Also wie die klassische Motivation, die die Menschen in der Föderation im 23. 24. Jahrhundert nachher in Star Trek haben. Nämlich sich selbst verbessern, Wissen vermehren, die Menschheit verbessern, neue Erfahrungen sammeln. Das ist der Antrieb, nicht Geld oder Ruhm. Fischgedicht, Fischgedicht, warum beißen denn die Fische nicht? Du verlässt den Krater, wir werden wohl alle etwas mehr zu tun haben, wenn du nicht da bist, um uns zu helfen. Dieser große Wasserplanet, Untiefen der Riesen, da würde ich hinfliegen. Warum das? Einmal, als das restliche Dorf schon geschlafen hat und nur wir beide am Lagerfeuer saßen, hat Gabro mir von der ersten Reise auf die Untiefen der Riesen erzählt. Gabro konnte einfach in den Wellen landen, aber nicht weit nach unten sehen. Wahrscheinlich, weil das Wasser so trüb war, zu dunkel. Gabro wollte sehen, was unter der Oberfläche lag und deshalb beschlossen, tiefer zu gehen. Es ist immer tiefer, tiefer, tiefer nach unten vorgedrungen. Plötzlich ging es nicht mehr weiter. Ich habe unterschätzt, wie langweilig das werden würde. Tschüss. Erzähl mir mal mehr. Das werde ich, aber ich habe nur eine dramatische Pause gemacht. Ich finde das, so wie die Dialoge geschrieben sind, eigentlich ganz witzig so jetzt, wenn es so weitergeht. Als hätte es einen eigenen Willen, hat das Wasser verhindert, dass Gabro tiefer fliegen konnte. Es hat Gabro zurückgedrängt, fast so, als ob es Gabro vor irgendwas beschützen wollte. Und dann, in der schrecklichen Dunkelheit, hat Gabro es gesehen. Den Tentakel einer furchtbaren Bestie. Ah! Ich meine, das hat Gabro jedenfalls erzählt. Was es auch war, es hat Gabro einen ordentlichen Schrecken eingejagt. Ich glaube, du magst den Namen von Gabro gerne, sonst würdest du den Namen von Gabro nicht so oft erwähnen. Also du würdest nicht so oft sagen, dass er Gabro heißt. Jeder will am Dorflagerfeuer neue Geschichten hören, weißt du? Bring du auf jeden Fall auch welche mit. Alter, ich flieg ins All. Natürlich bringe ich neue Geschichten mit. Und ja, ich habe nicht übersehen, dass es eine Zero-G-Cave gibt, also eine 0G-Höhle. War die Sonne schon immer so groß? Ich glaube, die Supernova ist gleich. Aber ich versuche mal noch, wir haben jetzt erstmal hier die Leute alle kennengelernt, Gespräche geführt und so. Das sollte ja das Spiel akzeptieren, wenn ich das einmal gemacht habe. Hey, Astronaut! Du kennst doch den Fleck Geistermaterie hinter diesem Zaun, nicht wahr? Eisenhut hat gesagt, dass er früher noch größer war. Geistermaterie verdampft nämlich. Es dauert aber super lange, bis sie verschwindet. Ich hoffe, dass es noch Geistermaterie im Dorf gibt, wenn ich erwachsen bin. Geistermaterie ist toll! Geistermaterie ist super cool, sie kann dir sonst was wegbrennen. Du solltest keine Steine hineinwerfen, Geistermaterie ist gefährlich. Vergiss nicht, dass Tektit durch Geistermaterie einen Fuß verloren hat. Sei vorsichtig. Offensichtlich? Das macht sie doch erst so toll. Hey, ich bin nicht so blöd, sie anzufassen. Ah, du bist so typisch erwachsen. Okay. Was ist denn... Also, sind das diese Kristalle hier? Ist das die Geistermaterie? Das ist dieses... blaue Zeug. Okay, gut. Habe ich verstanden. Gefahr! Innerhalb des Zauns befindet sich ein Einschluss von Geistermaterie. Eine seltsame und unglaublich kalte Substanz, die für das bloße Auge unsichtbar ist. Die gute Nachricht ist, dass sich Geistermaterie mit einer Kamera aufspüren lässt. Eine Bewegung durch Geistermaterie ist unglaublich schmerzhaft und führt wahrscheinlich zum Tod. Beschwer dich nicht bei mir, wenn du dich verletzt, weil du damit Unfug getrieben hast. Gut, also ich könnte mir vorstellen, es ist Nacht und wahrscheinlich endet das Spiel gleich, wenn tatsächlich das mit der Supernova hier schon... stattfindet, bevor ich losfliege. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wann das losgeht. Wahrscheinlich kriegen wir noch irgendwie eine Kamera oder so, weil ich mir vorstellen könnte, dass... Oh, guck mal, man kann verschiedene... verschiedene Frequenzen machen. Mit dem Signaloskop. Wahrscheinlich kriegen wir eine Kamera, um dann zum Beispiel sehen zu können, ob vor uns Geistermaterie ist, damit wir nicht irgendwie sterben in der Wildnis. Hey, ich dachte, ich sehe dich vielleicht nochmal vor dem großen Start. Bist du aufgeregt? Machst du Witze? Ich? Ist ja lustig. Ich kann mich noch daran erinnern, als du zum ersten Mal ein Jetpack angeschnallt hast und wir dich aus dem Krater nahe des Südpols fischen mussten. Also hör zu. Unten in der schwerelosen Höhle ist ein Satellit aufgebaut, der keinesfalls nur ein kaputtes Bergbaugerät ist und der repariert werden muss. Wenn dir der Sinn nach einem letzten Schwerelosigkeitstraining steht, fahr mit dem Aufzug runter und geh in die Höhle. Oder auch nicht. Wenn du dir sicher bist, dass du Schiffsreparaturen im All ausführen kannst. Okay, ich probiere das jetzt mal, weil kann ja nicht schaden.
mehr Erfahrungen sammeln, ist grundsätzlich gut. Vor allem müssen wir das ja alles nicht nochmal machen. Wenn ich es einmal kann, dann kann ich es. Ich frage mich zwar, wo die Schwerkraft herkommt auf diesem kleinen Planeten. Die scheint ja hier relativ normal zu sein. Der Planet ist aber so klein, dass es eigentlich gar keine Schwerkraft irgendwie geben dürfte. Whee! Naja, so richtig schwerelos ist man hier nicht. So, jetzt lernen wir auch noch, dass es eine Taschenlampe gibt. Das wusste ich auch noch nicht. Neue Erkenntnisse noch und nöcher. So, Anzug anlegen. Aha, aha, aha. Okay, dann kriegen wir so ein geiles Interface. Ich habe Fuel, also ich kann nicht unendlich weit fliegen. Boing. Da hackt einer. Alter, Tuff, was geht ab? Nett von dir vorbeizuschauen. Ja, ich bin wegen dir hier, nicht wegen Üben. Her mit den Matsch- und Klatschgeschichten. Ein paar neue Matsch- und Tratschereien. Hier passiert in letzter Zeit nicht viel. Mal überlegen. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, Tektik hat vorhin gesagt, gesehen, wie außerhalb des Dorfkraters irgendwas abgestürzt ist. Das ist neu und anders. Okay. Ja, Tektit hatte Feuerwache mit dem alten Scoutwerfer. Hat Rauch gesehen und ist hingegangen, um sich die Sache anzusehen. Sicherheit geht vor, oder nicht? Nein, war nur Spaß. Ich habe das schon einmal zu Tektit gesagt. Hat ziemlich lang drüber gelacht. Ziemlich unhöflich, wenn du mich fragst. Entschuldige mal. So, Zero G Cave. Wo ist ja jetzt mein Satellit? Ich will einen Satellit reparieren. Ist der da unten? Achso, da unten ist die Zero G Cave. Ach, die deswegen eine Zero G Cave? Weil wir im Inneren des Planeten sind. Ja, logisch. Im Inneren der Erde, wenn man da nicht zerquetscht würde von den, naja, ihr wisst schon, von der, vom Druck und der Schwerkraft, nicht Schwerkraft, Quatsch. Das wollte ich ja gerade nicht sagen. Vom Druck des Gesteinsmaterials und so, das dann über einem wäre, dann wäre man ja im Zentrum der Erde auch schwerelos, weil, ja, man nirgendwo hingezogen werden kann. Schwerkraft ist ja einfach nur Gravitationsanziehung. Und wenn die nirgendwo hingeht, in keine Richtung, dann, also sprich, weil überall ist es, wird man quasi nach außen gezogen, gleichmäßig, dann wäre man schwerelos. So, ich kann, achso, mein Ziel erfassen. So, mit A kann ich das, die Geschwindigkeit anpassen. So, jetzt. Achso, das ist ja dann, ich sag mal, geschenkt. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas Kompliziertes, aber reparieren in der Schwerelosigkeit scheint, vergleichsweise einfach zu sein. Man muss nur im richtigen Moment Schub geben. Das ist Rollen, horizontaler Schub, Schub nach oben und unten. Okay, also man darf nur nicht zu schnell sein, dass man nicht irgendwo gegenfliegt. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht wehtut. Aber bisher sehe ich auch noch keine Lebensanzeige. Also ich habe eine Sauerstoffanzeige und Treibstoff, aber keine Lebensenergie. Bisschen Ducktape drum, passt. Das scheint hier alles mehr so der Ansatz Do-it-yourself-Raumfahrt zu sein. Das ist mehr so wie die Kids, die im Garten eine kleine Rakete bauen, die dann halt irgendwie so 20 Meter hoch fliegen kann. Vielleicht sogar nur mit Wasserkraft angetrieben ist, also mit Hydraulik, Wasserdruck. Habe ich tatsächlich auch mal mit ein paar Freunden gebaut, sowas. Kann man selber machen, also es braucht man nur eine Fahrradpumpe, ein bisschen Bastelfähigkeit und dann geht das schon. Und eine Wasserflasche. Und zu viel Zeit und Sommerferien oder so. So, das war einfach. Okay, aber zumindest, ich fand nicht, dass das sinnlos war. Ich habe jetzt so ein bisschen verstanden, wie das hier funktioniert mit dem Weltraum. Und jetzt noch 50% Treibstoff, Anzug zurückgeben. Wie ist das, wenn ich den Anzug jetzt wieder anlege? Habe ich dann wieder vollen Treibstoff? Nur mal so? Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass das dann später im Raumschiff auch so funktioniert. Ich glaube übrigens nicht, dass das mit der Supernova hier schon passiert, bevor ich einmal im Weltraum war. Also das mit der Zeitschleife, weil dann wäre ich jetzt nämlich schon ein paar Minuten drüber. Glaube ich. Ich glaube, das waren irgendwie 25 Minuten. Und
die müsste ich jetzt auf jeden Fall schon gespielt haben. Ich glaube nicht, dass es mehr war. Gut gemacht. Natürlich wird es etwas stressiger, wenn du durch das Weltall treibst, aber denk einfach an dein Training und versuch nicht mit was Großem zusammenzustoßen. Ich merke schon, du bist heiß drauf, diesen Felsen zu verlassen, also hol dir die Startcodes vom Observatorium und dann hau endlich ab. Viel Glück da draußen und hey, lass dich nicht umbringen, jetzt wo ich so viel Zeit in dein Training gesteckt habe. Was hast du eigentlich gemacht? Du stehst hier und polierst deinen Helm und ich habe da gearbeitet und trainiert. Ja. Dein Training, also deine Arbeit, erzähl mir nix. Was steht hier? Ich sah Rauch aus dem Jungrindenkrater im Norden aufsteigen und dachte mir, das sollte ich mal überprüfen. Du kannst den Scoutwerfer benutzen, solange ich weg bin. Mach ihn aber bitte nicht kaputt. Tektit. Was ist denn der Scoutwerfer? Brauchen wir das nochmal? Was ist das? Werfer ausrichten. Scout starten. Ist das so eine Art Drohnenwerfer oder was? Piu, 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 piu. Ach, wie geil. Und der macht dann Fotos. Das ist ja der Hammer. Und dann landet er. Und dann kann ich ihn wieder zurückholen und dann ist er wieder da. Oh, das ist ja cool. Das ist eine schöne Idee. Piu! Ist da irgendwas? Ist da irgendwas? Da sind nur ein paar Bäume, relativ viel Wüste. Sonst nicht viel. Da ist irgendwie ein Krater. Und wieder zurück. Ja, okay, habe ich verstanden. Das werden wir wohl später auch noch brauchen. Okay, jetzt könnte ich natürlich noch gucken, was da irgendwie... Rasiergebirge. Jungrindenkrater. Dann schießen wir den doch mal dahin. Was hier? Ruinen der Nomai. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht was sehen, wenn wir Richtung Jungrindenkrater mal den Scoutwerfer ausrichten. So, da steigt nämlich Rauch auf, ja? Genau wie Tektit geschrieben hat. Gut, da können wir ja vielleicht dann demnächst auch mal mit unserem Raumschiff landen. Sobald wir dann überhaupt mal gestartet sind. Und mal gucken, was er da fabriziert. Beziehungsweise was er da gefunden hat. So, wie geht's zum Observatory? Da geht's zum Observatorium. Also die Startcodes holen wir uns auf jeden Fall jetzt noch in der ersten Folge hier. Ich möchte schon noch von diesem Felsen runter. Ich finde das ja auch okay, bei einem neuen Let's Play die erste Folge mal ein bisschen länger zu machen. Hätte schon gedacht, dass die sich dann eher so bei 25 Minuten einpegeln. Guck mal, da sind sie alle. Die ganze Truppe. Die ganzen Raumfahrer. Die Outer Wilds Ventures, also die Raumfahrtorganisation dieses kleinen Planeten. Da sind sie alle. Was ist mit dir? Ach, hell. Wahrscheinlich kommt das von Halit, also von Steinsalz. Das ist ja mein Lieblingsastronaut. Das sagst du doch zu allen deinen Astronauten. Endlich ist der Tag gekommen, nicht wahr? Du Spezi. Es ist auch der Jungfernflug für die Übersetzungsmaschine. Ich bin so aufgeregt, dass mir schon ganz schlecht ist. Denk doch nur, du würdest jeden beliebigen Nomai-Text übersetzen können. Egal, wo du bist. Wir beide haben eine Menge Zeit in die Erfindung dieses Geräts gesteckt. Also mach es nicht kaputt, okay? Ach ja, mach es nicht kaputt. Ignoriere mich einfach, okay? Ich bin nur nervös. Ich fliege nicht mal selbst in den Weltraum. Wie geht es dir? Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Du warst ja auch schon drauf, seit du ein Küken bist. Du bist hier, um die neue Nomai-Statue zu sehen. Was für eine neue Statue. Hast du es noch nicht gehört? Gabbro hat sie von den Untiefen der Riesen mitgebracht. Und Hornfels hat sie gerade für die Ausstellung fertig gemacht. Das hier ist sie. Nicht schlecht, hm? Ich wünschte, wir könnten sehen, wie ein echter Nomai aussieht. Aber näher als mit dieser Statue kommen wir dem wohl nicht. Sieh dir das an. Sieht aus, als hätten sie Fell gehabt. Fell ist seltsam. Das ist die erste vollständig unversehrte Statue, die je gefunden wurde, weißt du? Und für ihr Altar in einem tollen Altar. Für ihr Altar in einem guten Zustand. Ja, naja, also... Es scheint also dementsprechend eine alte Rasse hier in diesem Sonnensystem zu geben, die Nomai, die hier gelebt haben, bevor wir hier waren. Das waren dreieugige gewesen. Wir haben ja vier Augen. Über die werden wir wohl eine Menge rausfinden. Und scheinbar gibt es auch alte Schriften, die wir entziffern können. Mal gucken. Diese bemerkenswert unversehrte Statue wurde von den Nomai gemeißelt. Einer uralten Spezies, die vor tausenden von Jahren in unserem Sternensystem lebte. Die Statue ermöglicht
uns unseren bisher detailliertesten Blick auf die Nomai, die anscheinend mit Fell bedeckt waren. Man beachte den dekorativen Schmuck, der als Teil des Geweihs gemeißelt wurde. Obwohl ihre Artefakte und Bauten auf fast jedem Planeten in diesem Sternensystem gefunden wurden, wissen wir immer noch nicht, woher diese Spezies stammt oder was mit ihnen passiert ist. Wetten, das werde ich herausfinden. Dieses Schriftstück der Nomai war erforderlich, um ihre einzigartige Sprache zu entziffern. Das ist also sowas wie der Rosetta-Stein für die ägyptischen Hieroglyphen. Obwohl dieser Text geradlinig ist, zweigt Nomai-Text oft von einem zentralen Punkt ab. Interessanterweise wird jeder Zweig häufig von einem anderen Autoren geschrieben. Ah, guck mal, jetzt kann ich den Übersetzer hier mal benutzen. Nee, wie benutze ich den denn? Wieso hat er den jetzt eben rausgeholt? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, mit welcher Taste ich das geschafft habe. Also Y ist immer... Ah, hier. Ich weiß es immer noch nicht. Scheiße. Nee. Ich bin unschlüssig, wie das jetzt hier funktioniert. Weil irgendwie mal holt er das Ding raus. Mal holt er sein Ding raus und mal nicht. Na gut. Wenn ich was übersetzen soll, wird er es mir schon erklären. Ach, das macht er von alleine, wenn ich nah genug dran stehe. Zu nah am Zieltext. Glücklicherweise wird die fehlende Atmosphäre des Abraumfelsens die Kalibrierung vereinfachen. Ich freue mich, nach all der Zeit unserer Suche endlich wieder aufzunehmen. Ach, guck mal, da kann man so ein bisschen durchgehen und es sind verschiedene Gespräche tatsächlich. Also es ist ein richtiger Dialog hier in Form von diesen Spiralen. Wir sind fast fertig, Felix, und ich haben die Konstruktion abgeschlossen und sie sagt, dass das Kalibrieren des Geräts nicht lange dauern wird. Ist doch cool. Schöne Idee. Okay, was gibt's hier noch? Neben ihren Wohnstätten und Bauwerken brachten die Nomai auch Kunst hervor. Diese dekorierten Töpferwaren wurden auf dem bröckligen Krater entdeckt. Einige alte Nomai-Kunstwerke zeigen seltsame Tiere, fremde Himmelsobjekte und andere Dinge, die in unserem Sonnensystem, Sternensystem nicht zu finden sind. Dies wirft die Frage auf, ob die Nomai von einem anderen Ort im Universum stammen oder einfach nur eine sehr lebhafte Vorstellungskraft hatten. Wurden die Nomai in unserem Sternensystem geboren oder zwischen anderen Sternen und Planeten? Und falls dem so sei, wie und warum sind sie hierher gekommen? Das sind nur einige der Fragen, die wir durch weitere xenoarchäologische Expeditionen zu beantworten hoffen. So. Also hier gibt es noch relativ viel zu sehen. Was ist das denn, Alter? Du bist ja hässlich. Das ist ja so ein Laternenfisch hier. Anglerfisch, genau. Dieses Anglerfisch-Exemplar wurde am Fahrwerk eines unserer Schiffe gefunden, das in der Nähe von Schwarzdorn geflogen ist. Es scheint sich den Lebensbedingungen an dunklen Orten mit minimaler Atmosphäre perfekt angepasst zu haben. Sowas gibt's da? Die finde ich richtig gruselig, die Viecher. Ich meine, das sieht ja eins zu eins fast aus wie die Viecher, die es bei uns auf der Erde gibt. Und ich finde diese Anglerfische absolut gruselig. Uah. Echt eine eklige Erfindung von der Natur, muss man mal sagen. So, aber jetzt genug mit der Ausstellung. Da gibt es zwar noch mehr zu sehen, aber ich hole mir jetzt mal meine Codes. Hey Hornfels, was geht ab? Da bist du ja. Ich habe alle Startvorbereitungen abgeschlossen und die örtlichen Bedingungen sind gut. Es wird Zeit, unsere neuesten Astronautenzugang ins All zu schicken. Und du wirst unser Astronaut Numero Uno mit einer Nomai-Übersetzungsmaschine sein. Ich gebe zu, dass ich ganz aufgeregt bin, wenn ich über die Möglichkeiten nachdenke. Wir sind besser ausgerüstet als jemals zuvor. Zuvor schreibt man zusammen. Um die Mysterien der Nomai zu entschlüsseln. Du und Hal, ihr könnt wirklich stolz auf eure Arbeit sein. Sag mal, was hast du vor, sobald du da oben bist? Ich will mehr über die Nomai erfahren. Ich werde die anderen Reisenden besuchen. Ich will Orte besuchen, wo noch niemand vor uns war. Ich glaube, ich fange mit etwas Kleinem und Überschaubaren an. Das wäre doch gut, oder? Erstmal als Anfang. Ich bin ja Jungastronaut. Du bevorzugst es also, die Dinge nach und nach anzugehen. Das klingt nach einem vernünftigen Ansatz. Vernünftiger als die meisten unserer Astronauten sind, das steht mal fest. Willst du also zum Abraumfels? Unser Mond wäre ein sicheres Ziel für deine Reise, damit du dich an den Weltraum gewöhnen kannst. Wallberg würde sich bestimmt auch über Besuch freuen. Wir wissen auch noch gar nicht, was die uralten Nomai-Ruinen auf dem Mond bedeuten oder warum sie gebaut wurden. Du könntest da deine neue Übersetzungsmaschine austesten. Oh ja, das machen wir, Leute, oder? Da fliegen wir als erstes hin zum Mond. Würde ich ja auf der Erde auch machen, also. Mein erstes Ziel wäre jetzt auch der Mond. So, Mars, Venus und Co. kann man ja später noch angucken.
So, jetzt wollen wir mich losschicken. Ich bin bereit, im Weltall zu sterben. Ich bin nicht abergläubig, aber beschwörst du nicht das Unglück herauf, wenn du sowas sagst? Wie dem auch sei. Hier sind die Startcodes. Mach dir nicht zu viele Gedanken. Unsere Schiffe sind sehr sicher. Dazu haben wir Schiefer immerhin überredet bekommen. Wir mussten unseren Konstrukteur erst überreden, dass die Schiffe sicher sind. Wie waren die denn vorher? So. Ah, guck mal. Jetzt können wir hier mal die Karte uns angucken. Das ist also unser Sternensystem. Da ist Holzkamin. Kann ich zoomen? Da, so. Ich kann zoomen. Also hier ist unser, mein Heimatplanet, ja, grüner Planet. Dann gibt es hier Abraumfels, das ist der Mond, da fliegen wir zuerst hin. Bröckliger Krater scheint unser Nachbarplanet zu sein und der hat eine Kraterlaterne, einen sehr hell leuchtenden Mond, der sehr vulkanisch aktiv aussieht. Dann gibt es als innersten Planeten, das ist nicht ganz wie in unserem Sonnensystem. Wir sind ja der dritte Planet, also die Erde. Hier ist, sind wir der zweite. Der dritte Planet ist halt hier Bröckliger Krater. Der innerste Planet, was bei uns Merkur wäre, ist hier der, sind hier Zwillingsplaneten. Das ist der Glutzwilling und Zwillingsasche. Das ist ja interessant, okay. Also die sind also ein Doppelplanetensystem, die sich auch umeinander nochmal drehen. Dann haben wir als vierten Planeten im System die Untiefen der Riesen. Das scheint dieser Wasserplanet zu sein. Da fliegt auch irgendwas durch den Orbit. Was genau das ist, kann ich nicht erkennen. Vielleicht irgendwas Künstliches. Sieht jetzt nicht nach einem Planeten aus. Oder nach einem Asteroiden oder sowas. Und der äußerste Planet ist Schwarzdorn. Der sieht mal richtig hart krass aus. Eher wie eine Pflanze oder sowas. Also irgendwie wie so ein, wie so ein Samen, von dem halt irgendwie Pflanzen in alle Richtungen wachsen. Also eher wie so ein Weltraumbaum oder so. Und dann gibt es hier außen noch irgendwas Seltsames. Irgendeine Singularität oder sowas. Vielleicht sowas wie ein schwarzes Loch oder keine Ahnung, was das ist. Also genug zu entdecken. Gehen wir mal wieder zurück. Jetzt habe ich mal einen Eindruck bekommen, was hier so gibt. Fotos von ein paar Galaxien, alles klar. Startcodes habe ich. Am Start, das sind so Morse-Codes quasi. Und dann gehen wir mal zum Raumschiff und heben ab, würde ich sagen. Wo muss ich jetzt hin, ist die Frage. Oh, hier war ich noch nicht. Was ist das? Krasses Zeug. Hm, was ist das? Der seltsame Stein, der sich in dieser Grotte bewegt, scheint auf bewusste Beobachtung zu reagieren. Die Besonnenen unter uns erkennen, dass hier eine Art optische Täuschung vorliegen muss. Doch Gabbro behauptet, dass der Stein in allen möglichen Zuständen existiert, bis er beobachtet wird. Was auch immer das bedeuten mag. Was auch immer tatsächlich geschieht, alle Seiten stimmen darin überein, dass der Effekt extrem gruselig ist. What the fuck? Okay. Wow. Ah! Okay, ich muss hier weg. Sowas finde ich ja ultra gruselig. Also, ich glaube, dieses Spiel wird, obwohl es so nett und freundlich aussieht mit seiner bunten Grafik und so, wird einige meiner absoluten... Wow. Ach, guck mal. Ist ja geil. Das ist hier ein Gravitations-irgendwas-Stein, der die Gravitation umkehrt. Dieser Kristall wurde einer Nomai-Ruine auf dem bröckligen Krater entnommen. Er scheint eine lokale Gravitationsverzerrung zu erzeugen und wurde höchstwahrscheinlich dazu verwendet, Steilflächen zu überqueren. Probier ihn aus! Das ist ein Mitmachmuseum hier, Leute. Sowas mag ich. Ein geiles Mitmachmuseum. Wo komme ich jetzt hier raus? Hier. That's not good. What the... What... Ja, das ist alles, was bisher passiert ist. Die Nomai finde ich gruselig. Dieser komische Stein, der ist gruselig. Und die Statue ist auch gruselig. Die Büste. Ich muss weg. Ah! Hey, hast du dir die Nomai-Statue genau angesehen? Ja. Die Statue hat was gemacht? Ihre Augen haben sich geöffnet und da hast du Bilder aus deiner eigenen Erinnerung und Lichter um dich herum gesehen? Du meinst eine Halluzination.
Hör zu, nichts für ungut, aber bist du sicher, dass du starten kannst? Ich meine, medizinisch gesehen. Nein, die Statue ist eindeutig seltsam. Ich meine, wenn du meinst, dass das passiert ist, dann ist das wohl so. Aber warum? Hornfels hat alles versucht, um die Augen der Statue zum Öffnen zu bringen. Und so etwas ist dabei noch nie passiert. Also glaube ich nicht, dass du von der Statue im Museum irgendwelche Antworten bekommen wirst. Vielleicht kann Gabbro dir mehr dazu sagen. Andererseits ist Gabbro eben, naja, Gabbro. Also vielleicht solltest du lieber selbst nach Informationen suchen. Oh, jetzt bin ich echt neidisch, dass du ins Weltall fliegen kannst. Viel Glück und guten Flug. Okay. Also so gruselig das auch ist, aber es ist halt auch ein bisschen geil, ehrlich gesagt, dass hier sowas passiert. Au! Okay, aber scheinbar jetzt so leicht stirbt sich's nicht, ne? Man kann relativ von weit oben runterfallen. Ohne dass viel passiert. Diese Geysire sind so ein bisschen... Schreckt mich immer so ein bisschen. So, ah, was ist hier los? Also gerade mit so irgendwelchen unbelebten Objekten, die sich dann von alleine bewegen und so. Das ist ehrlich gesagt so ein Grusel-Horror-Element, was mich ganz gut kriegt. Also das finde ich schon echt mysteriös. So. Und mag sowas auch. Da kommt ja jetzt dieses Jahr noch mein Spiel, auf das ich mich am allermeisten freue dieses ganze Jahr, nämlich Control von Remedy, also von den Max Payne, Alan Wake und Quantum Break Machern. Ich mochte bisher jedes Spiel von ihnen einfach sehr gerne und Control sieht fantastisch aus. Und da geht es um auch genau solche Dinge, so mysteriöse Sachen, die sich von allein bewegen und so. Hab jetzt schon Bock drauf. So, okay, also hier sind so ein bisschen die Steuerungsmechanismen erklärt. Hier ist künstliche Schwerkraft am Start. Schiffslock, da können wir Sachen nachlesen. Ich nehme mal an, dass das so ein bisschen die Aufzeichnungen sind, so von allem, was wir so herausfinden in unserer Weltraummission. Denn immerhin wird ja alles immer wieder auf Null gesetzt, soweit ich weiß. Entschuldigung, Leute, dass ich euch damit schon gleich am Anfang gespoilert habe, aber das ist halt die Prämisse vom Spiel. Das habe ich halt schon relativ im allerersten irgendwie Preview gelesen. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal so gesagt. So, ich fliege jetzt einfach los. Ich habe jetzt keine Lust, hier auf unsere Karte zu gucken. Wir gucken jetzt einfach mal, was hier abgeht. Woohoo! So, wo ist denn der Mond? Da hinten ist dieser andere Planet. Ist das hier unser Mond? Der ist nah genug dran, oder? 1100 Meter? Oh, was ist das? Oh, guck mal, eine Sonne. Ah! Oh, man kann auch abstürzen. Oh, sorry. Ah! Ja, ich bin halt noch nicht so erfahren. Ich kenne das hier, ich war hier auch noch nicht. Ah, guck mal, da ist dieser Krater mit dem Rauch. So, wo ist er jetzt hier? Da wollen wir doch hin. Das ist er doch. Das ist er doch. Abraumfels, da wollen wir doch hin. So. Da fliegen wir hin. Okay. Mal gucken, ob ich da jemals ankomme. Irgendwie... Ich glaube, ich muss mal ein bisschen bremsen, weil sonst kriege ich meine Geschwindigkeit nicht angepasst an den Kollegen. So, jetzt ist meine Geschwindigkeit gematcht. Und jetzt fliege ich drauf zu. Und dann landen wir einfach mal auf dem Mond. Also das war bei Kerbal Space Program alles deutlich schwieriger. Da war das nicht so einfach. Das Gute ist, man kann halt immer mit A gedrückt halten, seine Geschwindigkeit dann matchen mit dem Objekt der Begierde. So. Der Mond ist ja jetzt relativ überschaubar. Von der Größe her. Geschwindigkeit angepasst. So, dann würde ich mal jetzt hier versuchen zu landen. Es ist eine kleine Landung für mich, aber eine große Landung für meine... Upsi. Anschnallen. Landungsmodus. Bin ich nicht gelandet? Ich bin doch gelandet, oder? Ich gehe jetzt hier raus. ja. Beziehungsweise, ich glaube, ich gehe noch nicht raus. Ich mache jetzt erstmal eine Pause
Und tatsächlich ist die Sonne bisher noch erstaunlich wenig explodiert. Also noch geht's mir vergleichsweise gut. Deswegen werde ich jetzt in der nächsten Folge erstmal in Ruhe hier den Mond erkunden und mal gucken, wann das hier alles passiert mit dieser Zeitschleife, weil bisher sieht das noch eigentlich so aus, wie man sich das vorstellt. Die Zeit läuft schön vorwärts, ganz wie die Naturgesetze das verlangen. Und wenn hier mal irgendwas Anormales passiert, dann werden wir das schon merken. Aber ich denke, darauf müssen wir noch kurz warten. Gut, Leute, ich denke, diese Folge sprengt alle Rekorde für eine erste Folge in einem Let's Play und da kann keiner sauer sein. Ihr könnt sie auch in mehreren Etappen gucken, wenn ihr möchtet. Beim nächsten Mal wird das nicht mehr so lang. Ich hoffe, es wird aber weiterhin so interessant bleiben, weil die Welt, die das Spiel aufmacht, die gefällt mir jetzt schon mega gut. Und ich habe so Bock drauf, das hier alles zu entdecken und erkunden und rauszukriegen, was hier eigentlich gespielt wird. Außer natürlich Outer Wilds. Gut, Leute, ich war Dennis. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.